Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Alter, ich bin so ein Trottel. Ich meine, ich weiß, das wisst ihr mittlerweile schon, aber ihr kennt das sicher auch. Jeder Sammler passt doch wahnsinnig gut auf seine eigenen Sachen auf. Aber manchmal passiert's einem einfach. Man greift irgendwas an, es fällt irgendwas runter, man hat irgendein Staubkorn am Tisch, man zerkratzt, man zerdellt, man zerbeult. Es ist bei den Mengen an Filmen und VÖs, die wir angreifen, einfach nicht zu vermeiden, dass irgendwann einmal irgendwas in Arsch geht. Deswegen muss man sagen, auch wir Sammler haben manchmal einfach eine Killerhand, vor allem an einem schlechten Tag, wo man dieses zitternde Trumm einfach nicht mehr unter Kontrolle hält. Und ich glaube, das war's auch genau, was uns Rodman Flander im Jahr 1999 bei seinem Film Die Killerhand, aka Idle Hand, zeigen sollte. Ein Regisseur übrigens, über den ich vor kurzem bereits relativ ausführlich hier auf meinem Kanal gesprochen habe, Rodman Flander, war ebenfalls der Regisseur, abgesehen jetzt von Leprechaun 2 und einigen interessanten Fernsehserien, nämlich von dem Film The Unborn, Kind des Satans, der unter anderem der vor allem von AVV, von WMM, vor kurzem in einigen wirklichen schönen Mediabooks veröffentlicht wurde. Und dabei kamen wir eben auch auf den Film Die Killerhand zu sprechen. Ganz kurzes Update. Der Film kam damals im Jahr 1999 in die amerikanischen Kinos und wurde damals aber ehrlich gesagt von der zeitgeschichtlichen Rezeption nicht besonders positiv aufgenommen, weil es in dem Film einen Amoklauf in einer Schule gibt und ihn zur ziemlich gleichen Zeit, wo der Film rauskam, gab es einen Amoklauf in einer Schule in Amerika. Und das war es auch irgendwie, so dieser blöde Zufall, der sich dann sicherlich sehr negativ auf die Karriere des Regisseurs ausgewirkt hat. Und das, obwohl Rodman Flander ein durchaus talentierter und vor allem kreativer und einzigartiger Regisseur war. Die deutsche DVD zu dem Film von Columbia TriStar war relativ lange Zeit relativ selten und teuer, bis es dann jetzt endlich in der Blu-ray-Zeit Just Bridge geschafft hat, den Film in High Definition zu veröffentlichen. Dabei gibt's ein Mediabook, das bereits am 22. Oktober 2021 veröffentlicht wurde und mittlerweile, glaube ich, ebenfalls nicht mehr überall beziehungsweise waren wahnsinnig leicht zu bekommen ist. Bei Amazon ist es bereits ausverkauft. Ich habe glücklicherweise hier noch eines im Ausverkauf bei Pretz Media bekommen. Das hier ist übrigens das klassische, bekannte Motiv des Films. Das gibt es natürlich in verschiedenen Hintergründen. Hier ist der Gang durch diesen Schulgang etwas düsterer gestaltet, als es zum Beispiel auf dem deutschen Kinoplakat ist. Da gibt's noch etwas mehr leuchtendes Grün und es ist das einzige Element, das quasi im Mittelpunkt von diesem Poster steht und der Filmtitel steht dann darunter mit den Cast and Crew Angaben. Aber für dieses Mediabook hat man das Motiv dann noch eben adaptiert und hat diese reißende Zombie-Hand reinrequiriert, die dann übrigens auch ein bisschen ganz offensichtliches CGI bietet und bereits witzigerweise auf der alten deutschen DVD von Columbia TriStar zu sehen war. Dabei hatte man allerdings noch hier links einige Blitze hinzugefügt und offensichtlich dürfte bei Just Bridge ein gewisser Herr Sam Raimi gearbeitet haben, der natürlich dann bei der Mediabook-Überarbeitung die Blitze wieder rausgenommen hat. Wir haben ein durchaus zufriedenstellend verarbeitetes Mediabook mit diesem typischen hochwertigen Falz. Wir haben hier den Filmtitel auf dem Spine und, was ich persönlich natürlich ganz besonders angenehm finde, das Backcover nur auf so einem Aufleger bzw. Aufkleber. Da gibt's noch ein Bild von unserer Crew. Wir bekommen die Inhaltsangabe zu diesem Film sowie die ganzen technischen Details und so weiter und so fort und können aber natürlich dieses Backcover-Blatt jetzt einmal testweise abnehmen und uns anschauen, was uns auf dem eigentlichen Mediabook-Backcover erwartet. Das ist eigentlich eine relativ witzige Szene, die mir persönlich recht gut gefällt hier als Backcover-Design von diesem Mediabook, eben mit einem der Hauptdarsteller und seiner Killerhand, der hier doch etwas verzweifelt ausschaut. So ähnlich war das doch bei Bruce Campbell da in Tanz der Teufel 2 auch. Das ist eine nette Sache. Wir können dann jetzt einmal ins Innere von diesem Mediabook wechseln und dabei einen Blick eben auf das werfen, was uns da geboten wird. Wir bekommen hier eine ziemlich bereinigte Version eben von dem Frontcover-Art
Artwork auf dem Booklet Frontcover. Da wäre es irgendwie vielleicht eine coole Sache gewesen, wenn Just Bridge hier eher die Interpretation vom deutschen Kinoplakatmotiv genommen hätte. So hätte man nämlich dasselbe Motiv zweimal verwenden können, ohne dass es ein bisschen deutlich nach Materialrecycling ausschaut. Aber wir haben für einen Horrorfilm das wohl klischeehafteste Bild aller Zeiten als Picture Disc auf der Blu-ray, ein um nichts besseres Bild auf der DVD, aber wer glaubt, dass das schon peinlich ist, der hat noch nicht mitbekommen, dass dieses Mediabook kein Innendesign hat. Lieber Grafiker von Just Bridge, hast du da nicht vielleicht ein bisschen was vergessen? Ich meine, wir haben hier eine recht nette, stilistisch ansprechende Zeichnung auf dem Backcover vom Mediabook, vom Booklet, wo ich halt sage, okay, die könnte natürlich auch etwas größer sein und vielleicht etwas mehr Platz auf diesem Backcover einnehmen, aber dass man die Discs wirklich dermaßen lieblos hinschludert mit diesem klischeehaften Blutaufdruck, ist absolut unentschuldbar. Aber dass man hier das Innendesign von dem Mediabook einfach nur einfärbig und schwarz gemacht hat, das ist in einem fast schon lächerlichen Ausmaß peinlich, dass man es hier nicht geschafft hat, zumindest ein einziges verdammtes Szenenbild irgendwo herzubekommen und irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Release irgendwas Spannendes bekommt. Das ist echt, echt schade. Das ist wirklich eine grobe Enttäuschung. Dann wechseln wir jetzt einmal hier ins Innere von dem Mediabook und schauen uns einerseits den Text an. Der finde ich, einerseits, ich mag diese Schriftart, die natürlich außen auch für den Titelschriftzug verwendet wurde, beziehungsweise eben die Art, wie hier noch einige Bilder aus dem Film hinzugefügt wurden und das Ganze aufgelockert wird. Ich mag auch die Art, dass manche Sachen fett geschrieben sind, groß geschrieben sind, dass ein bisschen eine visuelle Abwechslung auch herrscht in diesem Booklet mit einem Text von Christoph Kellerbach übrigens. Das ist ein Release, auf den ich wirklich, wirklich gespannt bin. Ich habe jetzt schon öfter recht Positives von diesem Film gehört und freue mich einfach drauf, dass ich ihn mir in Bälde einmal anschauen kann.